Einen wunderschönen guten sonnigen Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind hier in Leonberg und zwar beim Porsche Tuner TechArt. Wie man es hier schön an den Flaggen sieht. Da rechts stehen auch ein paar nette erste Autos. Und TechArt ist ja einer der bekanntesten Porsche-Tuner weltweit und hier kann man sich wirklich alles bestellen. Von Bodykits über komplett umgebaute Fahrzeuge, über Leistungskits, Carbon-Pakete, Innenraum, also alles mögliche, was Leder und Alcantara und Stitchings und sowas hergibt. Und wir dürfen uns heute einmal genau angucken, wie das Ganze gemacht wird. Wir gucken uns einmal den Showroom an, dann die Werkstatt, dann die Carbon-Manufaktur und auch die werkseigene Sattlerei. Ich bin richtig gespannt. Wir wollen euch gar nicht erst lange auf die Folter spannen, sondern gehen jetzt einmal rein. Da treffen wir Kevin, den Pressesprecher von TechArt, und der wird uns einmal rumführen. Bis gleich. Moin! Hi Moritz! Na? Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja, richtig immer geil. Sehr gerne. Bin mega gespannt. Und was dürfen wir? Was hast du uns für uns bereit? Ja, wir haben brandneu unseren GT3 quasi mit TechArt-Upgrades. Ja. Aktuell haben wir die Formula 7 drauf, das ist unsere brandneue Felge. Also das ist das allererste Auto, das mit den Felgen ausgestattet ist. Carbonhaube. Und unsere brandneue TechArt Sportabgasanlage auf dem GT3 und direkt dahinter unser schönes Biest, der Turbo im GT Silber mit Miami-blauen Akzenten, vollem Carbon-Paket und unserem Leistungskit. Geil. Okay, wenn ich dich richtig verstanden habe, dürfen wir die beiden auch noch fahren? Ganz genau. Okay, also so als kleiner Teaser für die nächsten beiden Videos. Die kommen auch noch. Aber jetzt erstmal, wie die Autos so entstehen. Ganz genau. Wo sind wir hier? Wir sind in der TechArt Manufaktur und ganz genau hier, wo wir stehen, ist unser Showroom. Das heißt, TechArt wurde 1987 gegründet, auch an dieser Location. Alles hat angefangen auch mit der Sattlerei, die wir uns auch anschauen werden. Unsere Werkstatt ist hier und unsere Carbonfertigung, wo einige Teile gerade aus dem Interieur und kleinere Carbonbauteile gefertigt werden. Die passieren alle bei uns in-house. Okay. Geil. Was sehen wir hier sonst noch? Was ist hier ausgestellt? Achso, hier ist auch Auslieferungsplatz für Kunden. Oder sind hier einfach eure aktuellen Schätzchen ausgestellt? Genau, sozusagen? Also beides ist richtig. Hier stehen meistens unsere aktuellen Fahrzeuge. Natürlich auch Autos, die in der Entwicklung sind, die hier mal zwischendurch 2-3 Tage stehen, auch oder auf wenn Kunden kommen und sich, den geben wir auch gerne mal einen Einblick in, was bei uns so passiert. Mhm. Da stehen die Autos meistens hier, aber wir haben auch unsere Felgen hier zum Beispiel ausgestellt, unsere Sportlenkräder, wofür TechArt auch bekannt ist, können wir uns auch gleich im Detail anschauen. Carbonbauteile, Farbmuster, einfach ein kleiner Wohlfühlraum für unsere Kunden. Das ist schon mal recht vielversprechend. Klar, und mit Kaffeemaschine natürlich. Oh, das ist natürlich klar, genau. Aber wenn du willst, können wir gerade mal mit den Lenkrädern starten. Also TechArt ist eigentlich seit jeher dafür bekannt, dass Lenkräder wirklich in Handarbeit gefertigt werden, mit wirklich eigenem Carbon, mit perforierten Leder, Alcantara, mit verschiedenen Perforationsmustern, mit lackierten Flächen. Da stehen den Kundenwünschen wirklich keine Grenzen. Für alle Porsche-Fahrzeuge im Prinzip ist es möglich. Also ich kann hier wirklich alles auswählen, von diesen lackierten Spangen bis Ziernähte, hier wahrscheinlich auch noch die, wie das unterlegt ganz ist, mit genau. Welcher Farbe. Ja, das ist mega. Und das richtig. Fühlt sich auch echt richtig gut an. Ja, das Besondere ist, die werden auch komplett neu gegossen. Das schauen wir uns nachher noch im Detail an, wie das genau passiert. Das heißt, sie sind auch breiter und haben eine andere Form, dass sie wirklich griffiger sind und man auch ergonomisch einfach ein sportlicheres Gefühl hat beim Fahren vom Auto. Hier ist unser Daytona-Schmiederad in verschiedenen Ausführungen. Hier ist zum Beispiel Glanz gedreht. Da wird quasi das hier weggeschliffen und dann hast du diesen besonderen Look, wo einfach nochmal die Konturen von der Felge gehighlightet wird. Hier ist es dann eher in dem klassischen Design komplett lackiert und auch noch ein paar Ledermuster. Also, dass du siehst, okay, ich kann zum Beispiel meine Felge in, sag mal, Türkis zum Beispiel lackieren lassen oder auch vorne die Front in Türkis und dann hier die
die Ziernähte türkis, genau, oder so. Okay. Genau, das sind einfach ein paar Beispiele, die wir ausstellen, die wir auch zum Beispiel bei unseren Partnern weltweit in den Showrooms ausstellen haben. Also ihr könnt sagen, hey, wir möchten dieses Display in der Türkei oder in Südafrika oder in den USA stehen haben. Und dann ist es natürlich cool, wenn man den auch dann zeigt, okay, auch den Kunden vor Ort, was so möglich ist. Und hier einmal auf der anderen Seite ist unsere Techart Techtronic, so wie sie auch in dem Turbo verbaut ist, wie du den fahren wirst. Das ist quasi so eine, nennt sich Piggyback-Lösung, das heißt, wird eingesteckt und da wird auch gar nicht auf den, auf das Motorsteuermanagement von dem Auto selbst zugegriffen, sondern das ist on top. Also das heißt, die Regelsysteme, wenn er jetzt zum Beispiel Nässe erkennt oder so, schlupft, dann regelt er auch automatisch die Leistung runter und so. Also das genau, hat keinen Eingriff in die Autosysteme an sich, sondern ist einfach so, wie du sagst, obendrauf. Genau, sobald du in den Sportmodus gehst, hast du die zusätzliche Leistung frei. Aber gleichzeitig, wenn du zum Beispiel im Wettmodus bist, wird die Leistung auch entsprechend angepasst, so wie es auch beim Serienfahrzeug der Fall ist. Okay. Und das ist eigentlich eine super einfache, effiziente Lösung, die eigentlich immer unsere erste Leistungsstufe darstellt. Mhm. In der zweiten Leistungsstufe hast du dann natürlich auch neue Turbolader zum Beispiel. Mhm. Da gibt es auch tiefgreifendere Software-Eingriffe. Und, ja. Aber das ist wirklich eine sehr effiziente Lösung für mehr Leistung und nennt sich Techart Techtronic bei uns. Und wie sieht das mit Garantie aus? Ist jetzt sehr spezifisch, aber ich meine, Porsche ist da, glaube ich, auch immer ein bisschen heikel, was Umbauten und so anbelangt. Genau. Dann kriegt der Kunde bei euch auch eine extra Garantie nochmal obendrauf oder habt ihr da mit Porsche eine Lösung? Also wir bieten eine ganz eigene Lösung an, die heißt Techart Protect. Mhm. Liegt auch hier direkt daneben. Genau, da ist der Flyer. Das Coole ist, mit der Techart Protect, die dient quasi, die deckt die Serienumfänge ab des Fahrzeugs plus alles, was an Techart Veredelung am Auto ist da auch mit inkludiert und ist also ein nahezu vergleichbares Angebot, was einfach von uns selber dann kommt. Und so ist der Kunde dann immer auf der sicheren Seite, auch ohne Porsche approved. Nice. Ja, genau. Und du siehst ja, Merchandise haben wir auch da noch in den ersten Zügen, aber da kommt natürlich auch mehr gerade, weil einfach auch die Fanbase wächst zunehmend, auch mit Social. Die Leute identifizieren sich immer mehr mit den Produkten und der Marke. Ist natürlich total cool zu sehen, dass auch weltweit der Fall ist. Und genau deshalb kommt da natürlich auch noch was zukünftig und machen wir einfach Step by Step. Was du ja auch wahrscheinlich ordentlich gepusht hast, so kann ich mir vorstellen, oder Merch und Social Media. Klar, und so. Also Instagram ist für uns, ich denke, da ist es so, dass viele Leute sich einfach inspirieren lassen auf den Social-Kanälen. Viele auch ihre eigenen Autos zeigen, viele vielleicht auch ein bisschen undercover unterwegs sind und sich nur inspirieren lassen. Aber wir merken schon, dass wir auch viele, viele direkten Kundenkontakt haben, einfach über Social. Ja, genau. Genau. Und jetzt natürlich ein weiterer Einblick in die Manufaktur. Wir gehen durch die Werkstatt in unsere Sattlerei. Okay, ja. Oh, ich bin mega gespannt. Ja, willkommen bei uns in der Werkstatt. Hier passiert natürlich viel an Kundenaufträgen, aber auch teilweise Entwicklungsarbeit. Also das passiert hier beides. Kunden können aber ganz normal auch ihr Auto servicen lassen, Winterräder ummontieren lassen. Also da kann die Werkstatt wirklich alles ableisten, aber natürlich auch Entwicklungsarbeit gemeinsam mit unserer Entwicklungsabteilung, die hier auch in-house ist. Und genau, passiert hier alles. Wir können mal ein bisschen rumgehen, was gerade tagesaktuell dasteht. Wir haben hier einen Cayenne, der gerade umgebaut wird. Der hat ein Aero-Kit von uns. Also das ist hier der zusätzliche Diffusor. Ja. Vorne hat er eine Lippe noch. Auch für den Cayenne bieten wir quasi das volle Techart-Programm an. Das heißt Leistungssteigerung, Interieurarbeiten, Exterieur, Felgen. Genau, also auch volles Programm für die, für die Cayenne-Modelle. Hier ist das der 991, der relativ Techart gebrandet ist. Das liegt daran, dass es tatsächlich das Fahrzeug von unserem Geschäftsführer ist. Ah, das heißt, deshalb trifft man den auch immer mal wieder auf der Rennstrecke an. Der hat Geschmack, der Mann mit Handschaltung, sehr gut. Genau, das ist der 911T, 991, hat auch eine Carbonhaube von uns. Siehst du hier, genau, die Lippe, Abgasanlage, vierflutig, unsere Techart Formula 5 Felge, also auch für ältere Porsche 911er Generation, wirklich bis zum 997 bieten wir eigentlich ein volles Upgrade-Programm an.
Genau. Und jetzt eines meiner absoluten Highlights ist dieses Fahrzeug hier, was gerade in den letzten Zügen ist der Fertigstellung. Das ist ein Techart GT Street R mit 800 PS. In einer ganz besonderen Lackierung, in einem ganz besonderen Grau. Also der kommt natürlich so nicht ab Werk, sondern der wurde umlackiert. Mega cool in Verbindung mit den Miami-blauen Kontrasten. Du siehst natürlich auch eine echt massive Abgasanlage, wo auch hier nochmal Techart zu sehen ist. Genau. Unser Flügel, der nicht in die aktive Aerodynamik eingreift, sondern die aufgreift. Die funktioniert immer noch genau gleich, aber die Streben hier wurden verlängert, damit eben das zusätzliche Profil ausfährt. Dieses komplette Bauteil ist Carbon. Ja. Das ganze Ding hier? Das ganze, genau. Genau, also die komplette Klappe ist Carbon, nicht nur der obere Bereich. Hier die Abdeckung ist in Carbon von uns. Oben der Dachspoiler natürlich, die Verbreiterung, der komplette Heckschutz ist natürlich neu. Lufteinlässe, Seitenschweller. Auch ein sehr, sehr cooles Bauteil. Wirklich der komplette Kotflügel ist aus Carbon. Alles ein Teil. Also erfahren wir wahrscheinlich gleich in der Carbon-Manufaktur, aber wie große Teile könnt ihr da backen? Genau, das ist unsere Carbon-Fertigung in-house. Ja. Macht hauptsächlich die Interieurteile plus kleinere Bauteile für außen, aber auch die Lenkräder, die Zierteile und wirklich große Bauteile wie die Haube, wie der Kotflügel, das passiert extern, weil das einfach da eine Beschränkung ist in der Größe des Ofens, den wir da haben. Deshalb haben wir da externe Partner. Aber wirklich alles, was wir in-house abdecken können, passiert in-house. Aber große Bauteile, eben braucht man einen entsprechend großen Ofen, um die Teile zu backen. Genau. Und du siehst wirklich, dieses ganze Bauteil ist Carbon, die Rathausentlüftung und die Vorderachse ist auch verbreitert beim GT Street R. Formula 6 Forged Felge, auch hier total cool. Das, was wir vorne gesehen haben, man kann einfach die Kontrastfarbe immer aufgreifen, zum Beispiel lackierte Bremssattel plus der Pinstripe vorne. Und auch hier, das Thema wird einfach komplett rundum gespielt mit dem Miami Blau und ich finde in der Verbindung mit dem Grau kommt es sehr, sehr cool. Mega geschmackvoll. Auch hier unsere neue Carbonhaube. Ah, mit dem neuen TechArt-Logo drin. Genau, das ist schon das neue Logo. Beim anderen haben wir noch unser altes Logo. Wenn wir die Haube ganz kurz, das sprechen wir deshalb an, weil wir hatten letztens ja von euch ein Cayenne Turbo GT im Test und da war in der Haube drin noch das alte TechArt-Logo. Das können wir euch hier verlinken, den Test. Genau. Und jetzt Step by Step kommt natürlich der neue, der schlankere Schriftzug. Auch interessant, auch hier noch das Techart-Logo, da ist man auch natürlich gebunden an die Formen, die es gibt. Aber ich denke, das ist ganz cool gelöst. Ja. Und hier ist die quasi die Luftauslässe auch vorne. Das ist interessant, weil hinten ist natürlich ein riesiger Spoiler. Mhm. Das heißt, wir haben viermal so viel Abtrieb wie beim von uns gemessenen Serienfahrzeug. Bei welcher Geschwindigkeit? Bei 160 km/h, genau. Und interessant ist natürlich, normalerweise hebt sich ja dann entsprechend die Fahrzeugfront, aber mit den Luftauslässen wird es auch nochmal um die Hälfte reduziert. Das heißt, man hat am Ende wieder eine ausgeglichene Fahrzeugbalance. Ja. Und ein weiteres Highlight bei genau diesem Modell ist das Interieur. Ach du! Ey, mega! Ey, aber das sieht ja mal abgefahren geil aus. Also es ist wirklich ein ganz, ganz besonderes Interieur. deswegen habe ich es dir auch vorhin noch nicht gezeigt, das Fahrzeug. Ich wollte einfach deine ehrliche Reaktion. Wir sehen hier auch Miami-blaues Leder mit denselben Kontrastnähten. Alles individuell, die Perforierung ist individuell. Auch da siehst du, du kannst einfach die Form selber gestalten. Es hat ein bisschen weicher, hat so ein paar Wellen drin. Hier ist das GT Street R Logo geprägt, aber auch hinten auf der Rücksitzbank, die ist komplett auch in denselben Farben gehalten. Ist krass, also für das, dass da nie jemand sitzt, man höchstens vielleicht mal sein Gepäck da hinten hinwirft. Aber es sieht natürlich ultra geil aus, ja, also mega. Das muss man schon sagen. Lenkrad mit extrem viel Carbon, da kann der Christian vielleicht gleich noch rüberkommen. Du siehst wirklich, hier oben ist Carbon von uns, hier die Spangen sind aus Carbon.
lackierter Drive-Mode-Button, lackierte Schrauben und hier einfach nochmal das perforierte und unterlegte Leder. Viel individueller am Lenkrad geht es eigentlich fast nicht, als so wie es hier gestaltet ist. Und du siehst nachher, wie das Lenkrad, wie das Carbon entsteht. Schauen wir uns nachher in der Carbonfertigung an. Mega. Genau. Und vollständiges Carbon-Paket auch hier. Also diese ganze Zierleisten, Türgriffe, auch alles von uns. Und das ist Fahrzeugnummer 22 von 87. Wahnsinn. Also ich finde, das ist gerade an der Grenze zu viel zu viel, aber ich finde es ziemlich cool. Also es ist echt cool. Ja, da kann der Kunde natürlich entscheiden, ne? Will er den Blauanteil eher höher oder niedriger? Mhm. Das ist einfach ganz individuell nach Kundengeschmack. Es gibt Kunden, die halten es dezent. Es gibt Kunden, die wollen aber wirklich von Fußmatte bis Dachhimmel alles in einer anderen Farbe oder in zwei verschiedenen Farben. Wir hatten zum Beispiel einen British Racing grünen GT Street Air und der hatte innen eher so eine beige-grün Kombination. Kann man dann auch einfach mit mehr Farben kombinieren, je nachdem, wie das dann wie das passt. Genau, also willkommen bei uns in der Sattlerei. Hier ist eher so der Bereich, wo die Fahrzeuge stehen, dann auseinandergebaut werden und dann neu beledert und dann wieder zusammengebaut werden. Hier ist es so einige von den Lederhäuten, eben auch in verschiedenen Farben. Also du siehst hier einfach nochmal eine große Auswahl, aber auch das sind nicht alle natürlich. Ja. Du kannst immer noch individuell bestellen, was du quasi dir wünschst. Das sind aber einfach so die gängigsten, die eigentlich in der Regel benötigt werden. Blau, Grün, Orange, Rot, Braun, Schwarz, Töne, das ist echt alles. Das ist geil. Ja. Wo gehen so die Geschmäcker eurer Kunden hin? Du kannst wahrscheinlich nicht so pauschal sagen, aber ist es 90% Braun und Schwarz und dann 10% richtig knallig oder habt ihr komplett durchspannend? Das ist eine sehr gute Frage. Ist tatsächlich super gemischt. Also manche Kunden machen zum Beispiel Interieur eher weniger Umfänge und nur das Sportlenkrad. Andere gehen total crazy und an den Farben, ich glaube, wenn die Leute das wirklich sehr, sehr individuell machen, dann kannst du natürlich schon auch das mehr zeigen und mehr spielen. Aber an Farben ist es wirklich, meistens hängt es einfach von der Außenfarbe auch ab. Und beim GT Street Air, glücklicherweise, haben wir ein sehr buntes Portfolio an Fahrzeugen. Ja. Racing Yellow, Dunkelgrün, Kreide ist da dabei, Weiß, Schwarz. Also da haben wir echt ein sehr gemischtes Feld. Und zum Beispiel mit Schwarz kannst du auch einfach verschiedene Kontrastfarben noch kombinieren. Da hast du dann viele Möglichkeiten. Okay. Ja. Ihr solltet das riechen. Mega. Das ist echt so ein mega Duftschwall. Geil. Genau. Dann gehen wir weiter, wo tatsächlich auch die Näharbeiten passieren und die ganzen Muster hier sind. Also hier siehst du die ganzen Muster, wie quasi, wenn wir ein neues Fahrzeug bekommen, dann werden alle Teile quasi auseinandergebaut und abgemustert. Und dann wird quasi jedes Fahrzeug neu diese Musterteile erstellt. Und zugeschnitten und dann hat man quasi das Auto einmal bei uns dokumentiert und jedes Mal, wenn das Auto in Zukunft dann umgebaut werden soll, dann haben wir die passenden Formen gleich da für das Interieur. Also hier komplette Blaupause Cayenne, da komplette Blaupause steht da hinten. Genau, und es geht auch wirklich zurück bis zu älteren Porsche-Modellen, das heißt auch Restauration oder so, das ist kein Problem, da haben wir alle Teile schon abgemustert und können dann das Auto so umsetzen, auch im Interieur, wie der Kunde das will. Hier sehen wir zum Beispiel auch den Pepita-Stoff. Das heißt, man kann auch einfach Leder, Alcantara mit Heritage-Stoffen verbinden. Ich finde, es gibt dem Auto einfach immer noch einen gewissen Charme. Das haben wir beim GT Street zum Beispiel viel genutzt im Interieur. Genau, so wie der Kunde das sich gerne vorstellt. Oder für Sitzmittelteile, wie wir es nachher in unserem Turbo S sehen, da ist es ja mit diesem blauen Karo-Muster. Gibt es einfach auch verschiedene Karo-Varianten. Geil. Lasst ihr Kunden auch hier durch? Oder? Ja, klar. Ja? Ja, also da wird handwerklich richtig gearbeitet und sieht man. Ja, und da passiert das eigentlich immer ganz cool zu zeigen, mit wie wenig Mann so viel geleistet wird. Das finde ich auch immer beeindruckend. Wir sind ja keine riesige Mannschaft bei Techart und umso beeindruckender eigentlich, was da so ein Output passiert. Mega.
Hi, ich bin Marco. Ich arbeite in der Sattlerei bei Techart. Und jetzt haben wir hier einen kleinen Einblick mal, wie so das Lenkradthema bei uns angegangen wird. Das ist jetzt ein Serienlenkrad. So werden die meisten bei uns angeliefert. Die werden komplett abgestrippt, sag ich mal. Ja, mit der Säge wird hier das ganze Gießmaterial alles runtergeschnitten, bis wir wirklich nur noch den Metallkranz haben. Und dieser Kranz wird dann, wie der Kollege hier gerade da drüben schon anmischt, in einer neuen Form neu gegossen und kommt dann ziemlich roh, genau so aus der Form. Das wird nachher noch von Hand alles bearbeitet, ja, wird verschliffen, dass wir hier keine Kanten, keine Übergänge sehen. Und ja, dann kann das vom Kunde individuell jedes einzelne Segment frei wählbar in jedem Material, was wir anbieten, also Alcantara, Leder, ja, perforiert, farblich unterlegt, konfiguriert werden. Das ist wirklich irre, wie viele Möglichkeiten es alleine am Lenkrad gibt. Ja, also da hast du fast die meisten tatsächlich schon. Ja. Also, Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Ja, das ist ein Teil, ich meine, das hat jeder, das ist das Erste, was du in deinem Auto, wenn du einsteigst, das ist das Erste, was du in die Hand nimmst, das hast du die ganze Zeit vor dir. Ja. Und ich finde, das ist tatsächlich auch ein sinnvoller Schritt, im Auto irgendwie anzufangen, ja, mit dem Lenkrad. Auf jeden Fall. Klassiker, Golf 2 mit Golf 7 Lenkrad oder so. Aber, so. Ja, dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit, Carbonsegmente einzuarbeiten. Man kann nur das obere, nur das untere oder wie jetzt in dem Fall beide Segmente. Könnte da auch die Durchmesser, also jetzt vom Kranz selber. Das ist natürlich hauptsächlich der Grund, warum wir überhaupt neu gießen. Ja. Wir verpassen dem ganzen Lenkrad eine neue Form. Mhm. Porsche bietet nur runde Lenkräder an. Wir bieten das Ganze dann in abgeflacht an und wie gesagt, die Geometrie ändert sich ein bisschen. Ja, das ist deutlich dicker, griffiger. Da kann der Kunde dann auch wählen, ob jetzt hier, also der Durchmesser hier vom Kranz zum Beispiel, das nicht. Das ist dann tatsächlich immer der gleiche. Ja. Entweder man möchte, also wir können natürlich auch an diesem Originallenkrad die Segmente einzeln anpassen. Mhm. Aber wenn du ein Techart-Lenkrad haben möchtest, dann hat es diese Form. Cool. Ja, danke. Das geht auch richtig, also das ist ein Teil, das wirklich sehr oft verkauft wird. Ja, Lenkräder, die verkaufen in die ganze Welt. Ja, Porsche-Lenkräder sind ja schon sehr, sehr dünn. Das ist tatsächlich das ist ja Geschmackssache. Ja, es ist ein bisschen dünn, je nachdem wie groß deine Hände sind, macht es tatsächlich wirklich Sinn, ein Techart-Lenkrad. Letztens war eine Dame da, die sagt, ihr ist es zu dick, verstehe ich dann auch in dem Fall. Aber das ist wirklich in die ganze Welt und wie du siehst, du kannst hier jedes Schräubchen in einer anderen Farbe, wenn du möchtest, den Fahrmodusschalter, den beziehen wir in Alcantara, in Leder oder wie in dem Fall hier wird er lackiert. Das ist wirklich frei wählbar. Die Breite der Mittelmarkierung kannst du bei uns wählen. Entweder keine, nur eine Biese, das bedeutet wirklich nur ein dünner Strich, eine 5 mm oder eine 8 mm Markierung. Wahnsinn. Ja, da kann man sich wirklich austoben. Mega, danke, mega Einblick. Gerne, das war jetzt nur ein kleiner Einblick, so grob, wie bei uns das Lenkrad produziert wird. Wie lange dauert das, um so ein Lenkrad von, bis ihr es abbaut, bis ihr es wieder fertig einbaut? Wie lange habt ihr da? Ich sag mal so, das Abstrippen von dem Lenkrad ist bestimmt eine halbe Stunde beschäftigt. Das Gießen dauert dann mit Trocknungsphase, bis man es rausholen kann, 5 Stunden. Ja. Nochmal bearbeiten von einer halben Stunde. Und dann Bezug anfertigen, beziehen und von Hand zusammennähen, ist dann nochmal ein Arbeitstag extra. Ja. Okay. Also tatsächlich würde ich fast durchgehend sagen, ist es fast 2 Tage brauchst du, wenn du ein Lenkrad den gesamten Prozess durchlaufen lässt. Okay. Hey. Moin, hi, servus. Hi, Boris, das ist von der Techart Carbon Manufaktur. Ich zeige euch mal so ein bisschen, was wir hier so machen. Im Großen und Ganzen Design, Carbon-Teile, aber auch Strukturbauteile wie Heckspoiler. Hier vom 992 Turbo. 1,2 Kilo. Wie sowas Großes so leicht sein kann. Mega. Ja. Ja. Wir gehen auf die serienmäßigen Anschlagpunkte. Mhm. Also Plug and Play eigentlich. Wir haben hier noch einen Matten vom 991, also von der Oberfläche in einem Klarlack Matt. Das ist geil. Jetzt gehen wir mal rüber so ein bisschen in den Designbereich, wo wir, kommt mal her hier, wo wir hier auch ein bisschen mit Farben spielen können. Da haben wir praktisch die Carbonstruktur dann mit einem Klarlack glasiert. Zur Innenausstattung, Lederausstattung, zu den Nähten. So Grenzen gibt es eigentlich keine. Was für Strukturen könnt ihr darstellen? Also wenn jetzt jemand Forged Carbon zum Beispiel will, könnt ihr das auch machen? Forged oder irgendwie was für eine, je nachdem, was für eine Webung, grob, fein? Genau, also Forged Carbon
klar, der Renner gerade. Dann haben wir hier das typische Carbon, das Körpergewebe. Dann haben wir für den Innenbereich, fürs Lenkrad, die Lenkradblende und den Airbag-Zierrahmen. Das gleiche geht natürlich auch, wenn der Porsche-Kunde sein Carbon-Kit von Porsche schon Serie hat. Gibt es bei uns die Erweiterung, dann natürlich auch noch mit dem Zierrahmen, die ganze Mittelkonsole, die Türgriffe, Einstiegsleisten, alles dann in dieser Optik. Das ja, natürlich. Ist krass, wie filigran das Ganze ist. Es wird alles von Hand nachher beschnitten. Also das wird bezogen, das sieht katastrophal aus und rauskommt aber so ein Bauteil. Das wird alles, die ganzen Konturen hier, die Radien, alles von Hand nachgeschliffen. Gibt es da eine Einschränkung, je nach je nachdem, wie die Formen kompliziert sind oder so? Also ist wirklich alles darstellbar? Alles darstellbar. Also wenn man gelegentlich muss man Schnitte setzen. Man vermeidet die natürlich im Sichtbereich. Aber ja, alles machbar. Alles darstellbar. Dann haben wir hier noch verschiedene Gewebe. Auch so ein Renner, das Goldfaden, Carbon. Da ist jetzt ein goldener Faden mit eingewebt. Hier haben wir einen blauen Faden. Einen roten Faden, bis hin zu einem grünen Faden. Also, das sieht schon richtig gut aus. Ja, heiße Geschichte. Und wir haben zwei verschiedene Materialien. Wir haben einmal hier dieses Trockengewebe, was wir benutzen für Lenkräder, solche Spangen und sowas, alles was im Designbereich ist, wo man ein Grundbauteil hat. Und wenn wir dann in Richtung Formen gehen, wir haben hier Carbonformen, also auch nicht gerade günstig in der Herstellung, hochwertige Form, und dann nehmen wir dann unser Pre-Preg-Material. Das ist vorimprägniertes Material, da sieht man vielleicht die Carbonstruktur, vielleicht erkennt man es, und das ist schon getränkt mit einem Hard-Zerter-System. Ja. Kommt so von der Rolle runter und dann ziehen wir das ab und dann kommen diese Zuschnitte, werden dann in die Formen reinlaminiert, in die Radien legen. Und dann kommt die Trägerfolie hier noch runter. Trägerfolie runter. Wenn man so das ganze Teil mit dem bestimmten Lageraufbau gelegt hat, also rauslaminiert hat, wird es eingepackt unter Vakuum und wird dann bei 130 Grad ausgebacken. Ja. Rauskommt dann ein Carbonbauteil. Also es ist jetzt schon nachbeschnitt. Normalerweise wäre es sehr scharfkantig. Haben wir schon beschnitten. Dann wird es vorbereitet zum Lackieren und kriegt dann das Finish entweder in einem Mattklarlack, in einem Glanzklarlack, in einer Lasur, je nachdem. Kundenwünsche, alles offen. Das ist so geil. Es ist wirklich krass, wie leicht das halt ist. Ich meine, man weiß ja, okay, Carbon für Festigkeit und für Gewichtsersparnis, aber halt, wenn man es so in der Hand hält, das einzelne Teil. Nochmal was anderes. Mega. Ja. Ja. Wie ist es jetzt, wenn ein Kunde sagt, okay, ich will das und das Bauteil aus Carbon haben, das ihr aber vielleicht noch nicht als Dummy habt oder so, dann sagt er ihm, okay, mache ich dir eine Form für, oder gibt es wirklich einfach nur Sachen, die er sowieso schon anbietet sozusagen? Es gibt Sachen, komplette Kits, die wir anbieten, die ganzen Aero-Kits und sowas. Das ist eigentlich unser Spektrum, das wir haben, das haben wir ausgearbeitet. Sollte ein Kunde kommen und sagen, oh, wir wollen das unbedingt aus Carbon haben. Mittel und Wege gibt es immer. Das kriegt man schon auch hin. Ja. Es ist halt nichts Günstiges. Eine Form fräsen lassen, Designer drüber gucken lassen, Konstrukteure. Da hängt viel dahinter bis hin zum fertigen Carbon-Bauteil. Ja. Also mal von so einer... Einfach in so einer Carbonform. Ja. Wir haben ein Positivteil, das konstruiert und gefräst wird. Ja. Von diesem Positivteil oder von dieser Positivform laminiert man nachher praktisch diesen Carbonabdruck. Dieser Carbonabdruck wird versiegelt und eingetrennt mit einem Trennmittel. Dann werden die Lagen laminiert. Dann kommt das Teil raus, wird lackiert und dann kann es der Kunde erst haben. Okay. Also bis hin zum fertigen Bauteil, das ist schon ein Riesenweg. Ja. Deswegen sagt man immer, Carbon ist so teuer, Carbon ist so teuer. Es ist die Entwicklung, die Konstruktion, die dahinter steckt, was es wirklich so teuer macht. Ja. So der kleine Weg bis zum fertigen Carbon-Bauteil. Mega. Ja. Wie ist das mit der Festigkeit und Bruchsicherheit und so? Alles vom TÜV abgenommen. Hebt aus. Wir unterscheiden, das ist ein wirkliches Strukturbauteil, ein reines Carbon-Bauteil. Wir haben natürlich auch Cover. Also da
Muss halt sitzen auf dem Außenspiegel nachher. Wenn da nachher noch ein Klebstoff drin ist und der auf den Außenspiegel gesetzt wird, das hat nachher die Bombenhaftung zum Außenspiegel. Ja. So ein Strukturbauteil ist noch ein bisschen was anderes. Da gibt es einen bestimmten Lagenaufbau. Es sind auch nur bestimmte Klebstoffe zu verwenden, weil es zweischalig ist. Auch die ganzen Inserts, die eingeklebt werden, braucht einfach eine Struktur dahinter, was auch wirklich hebt. Deswegen auch alle Bauteile von uns, alle vom TÜV abgenommen. Ja. Und was passiert, wenn ihr jetzt das Serienteil abnehmt und dann das durch ein Carbon-Teil ersetzt? Was macht ihr mit den Serienteilen? Gehen die irgendwo auf den Schrott oder verkauft ihr das als, als Ersatzteil oder was macht ihr damit? Das geht zurück zum Kunden im Normalfall. Okay, also das heißt, er hat sein Carbon-Teil plus sein Originalteil, genau. Okay. Faire die. Ja, wir wollen ja nicht die Originalteile haben und durch uns ersetzen, sondern die darf der Kunde gern behalten. Ja. Hier auch noch was Tolles. Mal so ein Designgewebe mit Klarlack gefinisht. Das sieht richtig gut aus. Das haben wir mal gemacht von den Cayenne. Ein komplettes Interieur mit Griffen und mit Schalen und Zierleisten im Armaturenbrett und solche Sachen, alles aus dem Gewebe. Mega. So, ja, soweit von uns hier oben eigentlich. Mehr gibt es hier gar nicht zu sehen, nur ein paar Carbon-Teile. War schon genug, mega. Ja, so die kleine Carbon-Manufaktur bei Techart. Cool, ey, vielen Dank. Gerne. Fürs Zeigen. Und ich glaube, wir hauen es wieder zurück. Jetzt zeige ich dir voll gerne noch unseren 3D-Konfigurator, wo auch einfach jeder von zu Hause aus seinen eigenen Techart quasi konfigurieren kann. Und wir springen einfach direkt rein und wählen den Turbo S mal aus mit Carbon-Dach, die Coupé-Variante. Und da hast du einfach auch super viele Möglichkeiten, weil das Turbo-Programm ist extrem groß, ist auch international, also es gibt schon eigentlich in ganz, ganz vielen Ländern siehst du ein Turbo und jeder ist irgendwie individuell, was uns natürlich total freut, weil genau so soll das sein. Und das einfach mal, hier haben wir verschiedene Farbvarianten, das sind die bekannten Farben für das Modell. Hier einfach mal schön Kontrast, Racing Yellow, dann sieht man auch die Carbon-Teile schön. Wir haben verschiedene Felgen für das Fahrzeug, die Formula 6, die Formula 5 und die Daytona-Felge. Und da kannst du natürlich dann auch die Farbe zum Beispiel für die Felgen auswählen. Ich finde Weiß eigentlich auch immer ganz spannend, auch ganz cool. Können wir einfach mal, um es ein bisschen spannend zu machen, lassen wir die mal in Weiß. Kannst du natürlich auch einen Pinstripe immer dazu auswählen, das sieht man bei Schwarz ein bisschen besser. Hier ist noch der weiße Pinstripe. Oder man nimmt den einfach natürlich auch in Gelb. Oder ein bisschen mehr Kontrast. Ja, mutig, ja, okay. Genau. Ja, lass mal so, ist geil. Genau, lass einfach so, um ein bisschen zu zeigen, was so geht. Muss man da auch nicht zu ernst nehmen. Die nehmen wir am besten auch dran, passen in Miami-Blau, wilde Konfiguration, aber man sieht einfach, was so möglich ist. Wir haben jetzt noch ganz neu die Formula 7-Felge, die ist noch nicht im Konfigurator, aber das ist die wir am GT3 unten haben. Die wird auch einiges an Möglichkeiten bieten zur Individualisierung. Im nächsten Schritt geht es quasi um das Aerodynamikpaket. Jetzt habe ich einfach mal das volle Paket ausgewählt. Okay. Ja. Und da ist jetzt wirklich alles dran, von Frontschürze, Seitenschweller, Heckschürze. Jetzt können wir einfach mal auch nochmal die Farbe ändern. Das geht quasi in jedem Schritt. Nochmal GT-Silber, so wie wir das Auto unten auch gesehen haben. Okay. Du kannst aber auch sagen, ich möchte nur Schweller, nur Heckschürze oder nur Flügel. Das ist alles möglich. Hier, da gehen wir jetzt nicht so ins Detail, aber man kann wirklich hier nochmal entscheiden, wie möchte ich die Haube haben, die Carbonhaube, verschiedene Akzente, auch am Heck kann man das natürlich so gestalten, wenn man will. Das erinnert mich echt an Need for Speed Underground 2 oder 1 früher. Das ist genauso immer durch alle Schürzen und Spoiler und Felgen, genau. Genau, ja, und das Schöne ist, dass man die Autos dann auch tatsächlich irgendwann auf der Straße sieht. Das ist dann immer total cool, von dem 3D-Modell dann den auf der Straße zu sehen. Hier noch die Techart-Schriftzüge und im nächsten Schritt kann man noch die Interieurfarbe auswählen. Ach, das und ist geil. Die Performance-Upgrades, also zum Beispiel Tieferlegungsfedern. Ach, das sieht man da sogar auch im Konfigurator. Genau, ist ja mega. Ist auch wirklich tiefer geworden. Wenn man es auswählt, siehst du hier richtig den Schritt. Motor-Optik-Paket mit Carbon-Teilen können wir natürlich nicht darstellen. Große Leistungspaket, 800 PS.
Sportabgasanlage. Und dann ist er eigentlich ziemlich genau so, wie du ihn auch selber jetzt fahren wirst. Oho. Ja, Christian, bald. Geil. Ey, cool, mega. Also richtig cool, dass das TechArt sowas anbietet. Finde ich echt wirklich nice. Und ich glaube, das werde ich mir heute Abend im Bett mal am Laptop oder Smartphone mal ein bisschen reinziehen. So schön mal Auto konfigurieren. Genau. Geil. Ja. Richtig cool. Und so kann es einfach jeder auch von zu Hause aus. Das ist total cool. Und genau, und die Leute können auch gerne ihre Konfiguration einfach mal an Instagram oder so schicken. Finde ich auch immer spannend, was da so reinkommt. Echt cool, ja. Wenn da jemand Lust drauf hat, schauen wir uns immer gerne an. Nice. Geil, danke. Jo, da werden wir wieder. Ey, vielen, vielen Dank für die Tour. Es war ein mega, mega spannender Einblick. Also richtig cool zu sehen, wie das hier alles passiert. Vielen Dank. Ja, freut mich, dass ihr da gewesen seid. Hat echt Spaß gemacht. Schön, dass ihr einen Einblick bekommen habt bei uns. Und ich bin gespannt, wie ihr die Test-Drives findet mit unseren beiden Fahrzeugen. Genau, weil wie ihr seht, ist der Platz hier deutlich leerer als vorhin. Das heißt, die beiden Autos, die stehen schon draußen für uns zur Testfahrt bereit. Wir freuen uns auch schon. Und ja, guckt auf jeden Fall gerne rein. Schaut euch die Videos auf jeden Fall an. Wir verlinken sie euch. Und in diesem Sinne nochmal vielen Dank. Danke dir. Es war richtig cool. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns gerne ein Like da, gerne auch ein Abo für unseren Kanal da. Schaut gerne auch mal bei TechArt vorbei. Es ist wirklich super cool, hier einmal vorbeizugucken, aber auch mal den Online-Konfigurator durchspielen. Und ja, kommentiert das Video gerne fleißig. Ihr wisst, das freut uns immer sehr. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.